Was ist eine Behörde mit drei Buchstaben, bei der ihr sofort hellhörig werdet? Vielleicht die CIA oder das FBI, die NSA, die DEA, die FDA. In den USA doch alles drei Buchstaben, change my mind. Auf was ich eigentlich raus wollte, ist die Behörde aller Behörden. Eine Behörde so wichtig für die Sicherheit dieses Planeten, dass die meisten Menschen nicht mal wissen, dass sie existiert. Ich rede natürlich von der SCP Foundation. Warum kommt hier kein Schnitt? Und damit willkommen zurück, technisch gesehen, zum einzig wahren SOMA. Aber das hier ist nicht das normale SOMA. Das hier ist eine gemoddete Version von SOMA. Und zwar hat jemand Folgendes gemacht. SOMA hat ja so integrierte Tools, um eigene Mods und Stories zu erstellen. Und die wurden benutzt, um eine Mod zu SCP-001 zu machen. Und SCP-001 ist kein einzelnes SCP-Objekt, sondern eine Sammlung an Vorschlägen. Und man weiß nicht, was davon richtig ist. Es könnte alles richtig sein, es könnte gar nichts richtig sein, es könnte nur einer oder zwei oder drei oder vier davon richtig sein. Aber jeder einzelne dieser Vorschläge ist im Prinzip alleine schon genug, um die Erde komplett zu zerstören. In dem Fall wird jetzt davon ausgegangen, dass ein bestimmter Vorschlag eintritt, der effektiv die Sonne einfach unglaublich tödlich macht und sie mit ihrem Licht Menschen, Tiere und anderes Zeug verändern lässt, auch bekannt als When Day Breaks. Ich übersetze es immer auf Deutsch mit Wenn der Tag anbricht. Also ja, meidet die Sonne. Ich würde sagen, es geht los. Ich weiß nicht unbedingt, wie lange das dauert. Irgendwas so zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Hoffentlich sind alle angeschnallt. Das wird im besten Falle eine sehr, sehr wilde Fahrt. Und das Ladesymbol ist das SCP-Logo. Netter Touch. Und eben, ich habe so mal vor Ewigkeiten gespielt, aber mir war nie klar, dass man da auch Mods für machen kann. Es tut ihm leid, aber die Menschen müssen weitermachen, trotzdem was passiert ist. Lasst ihre Tode nicht umsonst gewesen sein, wir haben immer noch Zeit. Die Menschheit hat vielleicht noch eine Zukunft. Okay. Und Standort 19 braucht alles, was sie kriegen können, jede Person. Fürchtet das Licht und gebt euch quasi der Dunkelheit hin. Site 19 ist sowas wie das SCP-Hauptquartier, ne? Ich glaube der größte Standort, irgendwie sowas. When Day Breaks. Oh, das schon zu lesen auf der SCP-Webseite ist gruselig, aber das jetzt zu spielen, da bin ich sehr, sehr gespannt. Okay. The distress signal must be coming from there. Das Signal kommt von hier. Alles klar, ich bin schon im Spiel. Sonst nix? Okay, das heißt, wir laufen so einem Signal hinterher. Na, vielleicht gibt's da Rettung, vielleicht gibt's da den sicheren Untergang. Keine Ahnung. Und ich glaube, das hier würde schon ausreichen, um drauf zu gehen, weil es muss ja kein direktes Licht sein. Jede Form des Sonnenlichts, des sichtbaren Lichtspektrums reicht im Prinzip aus, wenn man davon getroffen wird. Also muss ich in den Anzug tragen, und zwar einen kompletten, sonst wird das nichts. Weil, ne, das hier wäre nicht gut. Okay. Das Ding, was Leben gibt, hat es an diesem Tag so einfach weggenommen. Zum Glück habe ich diesen Anzug an. Ja, die Sonne ist jetzt ein Killer. Ich werde immer noch nicht verraten, was genau passiert, wenn man vom Licht getroffen wird. Das kommt alles noch im Spiel, findet man noch den Artikel und Audiologs, aber Sonne ist gleich nichts gut. Es ist auch so gruselig ruhig, ne? Man hört nicht mal Vögel. Nur so ein Dröhnen im Hintergrund. Alles klar, wir gehen da rein und schauen einfach mal, was sich hier genau versteckt. Eine alte SCP-Einrichtung, so sieht es zumindest aus. Und SOMA ist im Prinzip wie gemacht, um daraus eine SCP-Mod zu basteln. Weil die Ästhetik von SOMA, diese dunklen Gänge mit den Schleusen und so, passt eigentlich prima, um daraus dann eine SCP-Basis zu erschaffen. Ist schon passend, irgendwie. Oh, shit. Ja, das Zeug auf dem Boden, ne? Das waren eventuell mal Menschen, die verschleimt wurden, weil sie vom Sonnenlicht getroffen wurden. Und das kommt sogar aus den Lüftungsschächten. Ja, nice. Was haben wir hier? Ich kann das nur lesen, wenn ich ganz spezifisch... Nein, nicht die Flasche. Das Magazin, das hat doch gerade so geleuchtet, oder nicht?
Ach so, war das der Lichtstreifen da drüber? Ich kann hier noch Magazine lesen und alles. Ich drehe schon durch. Ich war zu lange in der Dunkelheit. Okay, fürchtet die Sonne. Was? Jemand hat ein Glas runtergeschmissen. Das ist aber sehr, sehr unhöflich. Der Rechner läuft noch. Das ist nice. Ich mach mal den Stuhl aus dem Weg. Gästemanagement, Inbox oder Medien? Gästemanagement. Funktioniert nicht die Inbox. Das O5 Council. Ah ja, von ganz oben. Das ist der letzte Versuch, noch irgendwelche Überlebenden zu rekrutieren. Jeder, der die Aktivierung überlebt hat, soll so schnell wie möglich zu Standort 19 kommen. Das ist quasi die letzte Bastion der Menschheit. Wir bauen zusammen eine neue Zukunft. Geht an alle Angestellten. Cool, das heißt, das hier ist nicht Site 19, weil das ist ja beim Eingang und nicht bei gesendet oder so. Na, oder es ist Site 19 und die haben das trotzdem bekommen, aber eigentlich würde man ja nicht die Inbox vom eigenen Standort damit zumüllen. Aber okay, keine Ahnung. Medien, Fotos. Ist korrumpiert. Okay, irgendwas anderes. Willkommen. Das ist ein Infovideo über die SCP Foundation. Okay, na, die arbeiten mit Regierung zusammen, um die Welt zu schützen. Okay, Containment. Und es geht darum, die Artefakte festzuhalten und zu verstehen. Drei Prinzipien. Secure, Contain, Protect. Da ist es. Okay. Es wird gesichert, es wird eingesperrt und beschützt. Ja. Ja. Also die Objekte selbst werden auch geschützt, ne, vor Schaden und so. Es geht nicht darum, das kaputt zu machen. Da gibt es eine Konkurrenz-Foundation, die sich damit ein bisschen besser auskennt. Office Party Slideshow in the Party. Das ist corrupted. Und das ist ein unbekannter Fehler. Alles klar. Es ist trotzdem unheimlich ruhig. Bis auf das zerbrechende Glas. Ich hab bis jetzt relativ wenig gehört, bruh. Hab ich meine Taschenlampe nicht? Oder wurde das angezeigt? Was war nochmal die Soma-Taschenlampentaste? Ja, das ist nicht gut. Ich habe es gerade gedrückt. Taschenlampe ist offiziell F. Die ist nicht verfügbar. Das ist aber nicht so gut. Besonders nicht in dunklen, unheimlichen, verlassenen Tunneln. Haupteingang, Containment. Hier, medizinischer Bereich. Und die Fresshalle. Quasi, ne, die Messe, könnte man sagen. Die hier ist rot, also kann ich es mir wahrscheinlich sparen, hier hinzugehen. Okay. Aber ich check das trotzdem mal aus. Es ist irgendwas im Lüftungsschacht. Und eben, das ist immer noch eine SCP-Einrichtung. Ich kann da auch nicht runter durch, ne? Ja. Ist immer noch eine SCP-Einrichtung, also sind hier vielleicht noch andere Sachen contained. Ich weiß nicht, in welchem Umfang Soma hierfür verändert wurde oder was hier alles drin ist. Ich weiß nur, bis jetzt ist das echt, echt gut gemacht. Ja, warum finde ich es nicht gut, dass die aufgeht? Damit habe ich ein bisschen ein Problem. Alles klar. Brauche ich das? Nein, es ist ein Audiolog. Okay, von Standort 14, Agent Mosley. Geht nicht zu Standort 14, er ist weg. Strom ist ausgegangen. Ist alles abgehauen. Ja, alles ist geschmolzen, sobald es nach draußen gegangen ist. Ja. Und außer Standort 19 sendet nichts mehr irgendein Funksignal. Okay, die gehen zu 46, das ist am nächsten dran. Okay, und Fahrzeuge ziehen zu viel Aufmerksamkeit auf sich, also zu Fuß. Und die haben was von da gehört, bevor es bei denen dann den Bach runterging. Fünf sind übrig. Und er glaubt nicht, dass alles schaffen. Das ist der einzige Ort, der übrig ist. Jo. Und das ist die Tür von gerade eben. Also führt alles dann zum Ort. Mir gefällt nicht, wie laut die Türen sind. Ich werde mich wahrscheinlich irgendwann deswegen erschrecken. Aufzug funktioniert nicht. Ach, Traum. Absoluter Traum. Es ist so dunkel. Warum habe ich keine Taschenlampe, Mann?
Du bist doch Überlebender in der Endzeit, Bruder. Du hast doch... Da hat man doch eine Taschenlampe dabei, oder nicht? Das ist doch Standard-Equipment. Aber hier ist die Treppe. Die nördliche Treppe. Und es ist eine Schleuse. Weil, ne, Sicherheit geht hier bei der Foundation immer vor. Ich will nicht, dass Wasser hinter der Tür steht, ne, muss ich wirklich sagen. Geht die auch mal auf? Es ist ein Ladebereich. Es ist ein Ladebereich. Alles. Klar. Also hier setze ich keinen Fuß rein. Nein. So viel Geld kann man mir nicht zahlen. Nee. Da müsstest du wirklich gut was hier auf dem Tisch lassen, damit ich mich da reinstelle. Nein. Das ist, wie man hier unten sagt, Zappenduster. Was ist das Ding? Da will ich nicht rein. Es ist alles unglaublich dunkel. Das ist doch ein Witz. Hier ist eine Kita-Zelle, also für das supergefährliche Zeugs. Ich dachte gerade, die kommt wieder runter. Close to the signal. Okay. Er kommt dem Signal näher. Was haben wir hier sonst noch? Kann ich immer nur an einen Ort? Oder habe ich eine Wahl? Nee, nicht wirklich. Hier wird dann der Aufzug runterkommen. Ich glaube, ich kann auch nicht viel erkunden. Ich glaube, das ist ziemlich linear aufgebaut. Deswegen folge ich mal dem vorgegebenen Pfad. Boah, die Sounds. Und eben, das sind alles Soma-Assets. Aber das könnte auch wirklich eine SCP-Basis sein. Weil das halt irgendwie passt mit dieser Technologie. Ja, hier ist das Containment. Da will ich nicht rein. Was auch immer da drin ist, ist es noch eingesperrt. Aber hier ist Main Hall und Dispatch. Da könnte man vielleicht mal reinschauen. Es liegt Überzeugung. Das ist quasi die Sicherheitszentrale. Es gibt halt nur niemanden mehr, der das bemannt. Notfallübertragung. Das hier ist wichtig für deine Sicherheit. Okay, alles zumachen und jede Tür verrammeln. Nicht aus dem Fenster schauen. Okay, nicht auf Geklopfe reagieren und ruhig sein. Und nicht versuchen, mit irgendwem außerhalb des Zuhauses zu interagieren. Kein komisches Geräusch untersuchen. Ich sehe verschmiert. Licht ignorieren. Und wenn irgendwas in deinem Zuhause ist, nicht untersuchen. Ruhig bleiben. Nicht in die Sonne schauen oder nicht die Sonne anschauen. Wenn irgendein Mitglied deiner Familie verschwindet, versuch sie nicht zu suchen. Okay, das ist so cool. Aber ich habe Angst, dass irgendwas hinter mir steht. Und auf einmal ist Ruhe? Okay. Systemversagen. Warum zittert der Bildschirm so? Der hat genauso viel Angst wie ich gerade in diesem wundervollen Moment. Toll. Ich habe was gehört. Irgendwas hat da was umgenockt. Okay, das ist krass. Das ist krass. Irgendwas ist hier mit mir in der Einrichtung dran. Und ich habe absolut keine Lust, das kennenzulernen. Oh, es wird gerade gespeichert. Oh, es wird gerade gespeichert. Oh, cool. Oh, cool. Was kommt jetzt? Welche Zauberei? Und schon wieder dieses Geschmiere auf dem Boden. Hier ist Electric Storage und Administration. Der Sound. Es ist so splashy. Und hier komme ich nicht einfach rein. Das ist ein pneumatisches Schloss. Oder? Nee. Ich kann es versuchen, so viel ich will. Aber das Ding bewegt sich keinen Millimeter. Und wieder habe ich keine Wahl, als durch diese eine Türe durchzugehen. Das ist echt gut gemacht. Wenn man bedenkt, dass das nichts kostet und das jemand nur gemacht hat, weil er es cool findet. Man erkennt nicht mal mehr, dass das Soma war, wenn man nicht genau darauf achtet.
Hier steckt so viel Arbeit drin, das ist total krass. Ich höre irgendwas hinter der Tür, glaube ich. Ich schwöre, ich habe was gehört, ne? Und gerade jetzt passend dazu geht das Licht aus. Ich hasse alles hieran. Ich hasse alles hieran und es ist schon wieder so schleimig. Warum ist es... Ist es noch da? Nee, ich glaube, das ist nur der Schatten. Alles klar. Alles klar. Und was hole ich von hier? Warum kann ich hier rein? Soll ich mich da draufstellen oder was? Ah, jetzt. Ich stehe auf Schleim. Okay, das Ding. Ein Schweißbrenner. Ich wusste doch irgendwie, dass das wichtig aussieht. Ich würde jetzt gern bitte gehen. Da war irgendein Viech. Und es hat was gefressen. Wundervoll. Ganz, ganz toll. Knacke ich damit das Schloss. Ich habe noch was gehört. Keine Ahnung. Ja, damit knacke ich das Schloss. Ein Zettel. Okay, für mich gibt es da nichts mehr. Lass es den letzten Ort sein, wo sie jemals reinkommt. Wer ist sie, though? Wer ist sie? Okay, wir knacken das mit dem Schweißbrenner. Und jetzt ist die Blockade weg. Jetzt kann ich das Schloss aufmachen. Hier kam das Signal her. Hat sich jemand eingesperrt und ein Signal geschickt. Notfallüberbrückung. Okay, jetzt zieht er den Anzug aus, na, damit sie nicht zu heiß wird. Das ist also dieser Ganzkörperschutzanzug. Inklusive Helm. Damit das Licht ja nirgends reinkommt. Und dann Probleme macht. Hier ist ein Computer. Commands. Help. Okay, List, Open, Back, Clear. Ach du Heiliger. List. Okay, und dann muss ich Open. Oder Backslash. Wo ist auf einer deutschen Tastatur der Backslash? Ich habe ihn. Ah, okay. Okay. Das heißt, ich muss keinen Backslash machen, ich muss nur sagen, Open Entries. Und dann, sag mal, was hier drin ist. Das sind alle hier Einträge. Und das ist quasi das SCP-001-File. Okay, und dann Open, muss ich das jetzt alles eintippen? Ich muss das alles eintippen. Das heißt, ich muss jetzt sagen, Open Revision... Ja, kannst du ruhig sein, da drüben, was auch immer das ist. 3-12.entry? Das ist so unnötig komplex. Gib mir doch einfach einen normalen Rechner. Okay, das hier ist SCP-001, kurz nach der Aktivierung. Und der Fotograf ist unbekannt. Und das ist Objektklasse Apollyon. Also wirklich das Höchste, was es gibt. Und na, ich erzähle es jetzt ein bisschen frei, ich habe das oft genug gelesen. Also es kann nicht contained werden, weil es ist halt literally die Sonne. Versuch mal die Sonne zu contain. Geht nicht. Genau, und alle sollen versuchen zu Standort 19 zu kommen, um da vielleicht irgendwie was zu machen. Und wer rausgeht, na, soll sich so gut wie möglich bedecken. Und wer in Kontakt mit SCP-001 kommt, der ist effektiv verloren. Genau, und auf ihren Standort 19 planen sie jetzt vielleicht Shuttles zu bauen, um zu anderen Welten zu fliegen, um einfach von der Erde wegzukommen. Genau, Beschreibung, SCP-001 ist die Sonne, also die Sonne heißt jetzt SCP-001 nach diesem Event, was stattgefunden hat, an einem unbekannten Tag natürlich. Und innerhalb der ersten 24 Stunden nach Aktivierung hatten wir Verluste in Höhe von 6,8 Milliarden. Und der Effekt davon kommt nicht zum Beispiel von UV-Licht, sondern von Licht im sichtbaren Spektrum, 390 bis 700 Nanometer. Und wenn man damit in Kontakt kommt, dann fängt eben an der jeweiligen Kontaktstelle, fängt es an, sich zu verflüssigen, bis man dann komplett verflüssigt ist. Das lässt sich auch nicht aufhalten. Sieht ein bisschen aus wie schmelzendes Wachs. Und zum Beispiel Pflanzen, denen das dann passiert, die können immer noch Photosynthese machen, und auch Menschen, denen das passiert, haben immer noch Teile ihrer Erinnerungen und ihrer Persönlichkeit. Und wenn sich aber zwei Verflüssigte quasi begegnen, dann verbinden die sich zum, oder zu was Neuem, zu so einem komischen Blobviech,
was dann, ja, über den Boden wanderte. Es ist ekelhaft. So, das war die Kurzzusammenfassung und deswegen, Leute, fürchtet die Sonne. Wir haben noch ein Audio-Log. Logan Igotta. Ach, sind das die Logs eingesprochen, die es auf der Webseite gibt? Die wurden vom Rest des Netzwerks abgeschnitten. Wegen dem Blackout-Protokoll. Okay, aber sie erhalten auch Übertragungen von anderen Standorten. Ein paar Leute haben es geschafft. Okay. Ein paar wollen kämpfen, ne? Andere wollen zu Standort 19. Und andere holen sich so viel Zeit wie möglich. Sie sind nicht bereit für die Reise. Noch nicht. Experienced a containment breach a few days ago. Okay, ein Containment breach. Higher maintenance humanoids broke loose. Okay, ein Humanoid ist abgehauen. Hat das Containment von ein paar Ketters zerstört und ist dann abgehauen. Ja. Ist direkt nach dem Ausgang vom Tunnel einfach zur Suppe zerfallen. Okay, sie versteckt sich in dem Büro und ein paar andere sind in den Baracken. Okay, ein paar andere sind in der Waffenkammer. Sollte nachsehen, wie es ihr geht. Wie geht's dir da unten? Ich wollte nur mal kurz gucken, wie es dir geht. Ja, nicht so gut. Ich kann mich um mich selber kümmern. Wird das jetzt noch zu einem Streit mitten in der Endzeit? Okay, die Jungs sitzen rum und spielen Karten. Sie hockt in der Ecke mit einem Notebook. Sie muss sich irgendwie beschäftigt halten, sonst wird sie wahnsinnig. Jo. Okay. Ich weiß leider, wie diese Geschichte ausgeht. Das ist nicht gut. Das sind alle von uns. Alle waren entweder oben oder wurden halt getötet während des Containment Breaches. Okay, der Direktor sagt, wir sollen hier bleiben, auf die Kameras gucken. Okay, in und außerhalb des Standorts. Ja, diese 001-Viecher klopfen an die Vordertür und wollen rein. Okay. Das Ding ist, wenn ich mich richtig erinnere, jeder, der davon getroffen wird, versucht dann auch andere quasi davon zu überzeugen, wie schön das ist. Und sie sollen doch nach draußen kommen und die Schönheit der Sonne sehen. Es ist im Prinzip ja wie Sonnenzombies, kann man sich das vorstellen. Das ist richtig unheimlich. So, das hier ist der nächste Eintrag. Mal schauen, wie sich das jetzt verändert. Hier wird nichts neu irgendwie hinzugefügt, aber es gibt einen Report. Okay, sie wollen einfach, dass wir nach draußen kommen. Das hat noch mehr angezogen. Und na, es gibt diese eine Masse, wo einfach viele Menschen und Tiere drin sind, wo sich die alle verbunden haben. Und die schreien und es ist unglaublich laut. Aber es ist fast so, als ob es ihnen irgendwie gefällt. Und sie werden auch nicht weggehen, solange sie wissen, dass wir hier unten sind. Alles klar, das ist eklig. Also einer musste sich quasi selbst aus dem Spiel nehmen. Dann ist das Zeug da reingekrochen, hat ihn aus seinem Anzug rausgeholt. Und dann hat er sich verändert und ist aus dem Anzug rausgelaufen. Sie lassen uns nicht mal sterben. Okay, der Direktor hat einen Plan. Oh, das ist so hart, ne? Hier ist nochmal eine Revision mit einem Audio-Log. Security-Level-Information wurde geupdatet. Jetzt habe ich auch Zugriff auf das abgefahrene Zeug, ne? Ja.
Geh nach draußen. Da ist es, es übernimmt sogar die Rechner. Audiolog 3. Der Tunnel. Na, der Direktor hat so einen Tunnel, wo die dann alle eben wieder rauskommen sollten. Hat aber, glaube ich, nicht funktioniert. Ist durch die Decke gekommen. Und hat sie ins Licht gezogen. Und hat ihnen die Klamotten vom Leib gerissen. Ich liebe dich. Das ist die eine, ne? Logan, wo bist du? Warum kann ich nicht wieder rein? Bist du da drin? Es ist in Ordnung, mir geht's gut. Es ist ein sonniger Tag und du verschwendest ihn da unten. Sie hat sich verändert, sie wurde erwischt. Ein wunderschöner blauer Himmel. Wie an diesem einen Tag, erinnerst du dich noch? So perfekt. Wie ich es mir erträumt habe. So warm. Du hast gut geplant. Diese Manipulation, dass sie auch ja rauskommt, ne? Gott, ey. Alles klar. Das ist relativ düster. Okay, jetzt haben wir noch 9 und dann einfach nur Revision Entry. 9-12.entry. Was ist hier? Audiolog 5. Can you hear me? Hier wurde wieder nichts verändert, aber wir haben ein neues Audiolog. Okay. Trotz der Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Hier bei der Foundation habe ich immer gedacht, dass wir die Kontrolle behalten können. Ich habe die ganze Zeit so schleimiges Zeug da auf dem linken Ohr. Ja, wir halten die Dunkelheit auf, damit die Menschheit im Licht leben kann. Das ist so das Motto. Und Standort 19 hat aufgehört zu übertragen. Es wird schwieriger und schwieriger, einen Grund zu finden, weiterzumachen. Lass mich rein. Ich gehe es wieder und wieder durch in meinem Kopf. Dieser Tag in den Tunneln. Alles, was passiert ist. Ich bin da ein paar Mal runtergegangen. Nur um ihre Stimme zu hören. Schreit sie immer noch, dass sie rauskommen soll. Aber das ist falsch. Das Ding auf der anderen Seite der Tür. Das ist nicht sie. Nicht mehr. Okay. Es klingt wie sie, es weiß alles, was sie weiß, aber es ist nicht sie. Out, 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 out. Dieses Licht, es nimmt deinen Körper. Es stiehlt deinen Verstand. Aber was ist mit deiner Seele? Was war das? Wenn das funktioniert. Wenn ich was zurückbringen kann. Etwas, das das Licht nicht erreicht. Stimmt, sie hat versucht, sie als Geist zurückzuholen. Ich poste ihr ein Update. Für jetzt melde ich mich ab. Sie hat irgendwie versucht, sie als Geist zurückzubringen und der Geist besetzt jetzt quasi diesen Rechner. Irgendwie so ist es. Also sie hat richtig abgefahrenes Zeug gemacht. und wollte sie eben als Geist zurückbekommen, weil na, ein Geist kann nicht irgendwie vom Licht erwischt werden. Oh je, das hätte ich nicht aufmachen sollen. Geh nach draußen. Hier ist es. Es war so warm da draußen. SCP-001 sollte nicht contained werden. Und die Leute, die sich verstecken, werden niemals quasi zusammen sein. Und die Leute sollen das mal überwinden und aufhören zu denken, dass sie es besser wüssten. Du kannst dich da unten nicht für immer verstecken, mein Liebes. Leute, die exponiert wurden gegenüber der Sonne, kannst du nicht einfach zurücklassen. Ich habe nicht danach gefragt, dass du mich rettest. Es war nicht deine Entscheidung. Und es, ich liebe dich. Okay. Okay, alles klar. Das hat sich, das hier oben hat sich jetzt verändert. Und das hier unten auch. Die Effekte sind also instantan, ist das ein Wort? Also sofort. Und du spürst kein Leid mehr, bis du mich rausgezogen hast. Es erscheint gruselig, ich weiß. Aber trotz der Restrukturierung wirst du nicht sterben. Das verspreche ich dir. Okay. Und hier steht auch, du hast keine Schmerzen, es ist wunderschön.
Ja, toll. Und na, sie wollen einfach nur einander wieder näher sein. Ich versuche es so sehr, lass mich rein. Und ein Video. Ist sie das? Ist das die, die vor der Tür war, sie veränderte, oder die andere Version? Die andere Frau. Okay, Kamera geht einfach nach oben, aus welchem Grund auch immer. Ist ja irgendwas in der Decke, was ich sehen soll? Ich sehe nämlich nichts. Jetzt geht sie wieder nach unten. Okay. Das ist zum Glück gar nicht unheimlich. Nein. Das ist, wundervoll. Ah, muss der Zoom sein? Das nächste ist nur für mich. Und nur für dich. Okay. Was zur Hölle sehe ich hier? Ich würde dann einfach raus. Ich hab genug, danke. Wobei, nee, ich will nicht. Raus, die Hand! Das war sie, die Loks macht. Die hat versucht zu schlafen, dann kam eine Hand aus dem Nichts. Ja, wundervoll. Okay. Neuer Eintrag wurde kopiert. Was haben wir jetzt? Revision 1212. Ach du je. Also gut, machen wir es auf. Das ist vermutlich ein gigantischer Fehler. Aber was soll's. Audiolog Nummer 6. Okay, alles ist identisch. Nur das Log ist neu. Sie wird nicht aufhören. Sie wird nicht weggehen. Wow, kannst du mich hören? Yo, kannst du das nicht machen? Sie hat sich auf 4673 Infektionen getestet, die waren alle negativ. Und 5189. Ah, okay, das ist also ein Info-Hazard. Irgendwas, was sich über Text überträgt, wie so eine Infektion. Aber sie hat noch alle Finger, also es kann nichts davon sein. Sie ist nicht infiziert, sie ist nicht wahnsinnig. Die andere ruft wirklich nach ihr. Lass mich rein. Kannst du die Hand da wegnehmen? Ist da noch irgendwas? Okay, das Ritual hat funktioniert. Es ist wirklich sie. Es ist sie und sie... Ich kann nicht. Du bist nicht du, nicht dieselbe. Nicht mehr du. Es hat nicht so funktioniert wie gedacht, ne? Okay, es ist sie, aber auch dann noch wieder nicht. Was ich zurückgebracht habe. Immer noch ein Teil von einem. Kein Weg nach draußen. Keine Hoffnung für eine Zukunft für mich. Und sie kann so nicht weitermachen. Sie ist hier drin sicher. Das Licht kann mich nicht erreichen. Ich werde es nicht zulassen. Ich werde nicht zulassen, dass es mich holt. Sie wollte das hier benutzen, sie hat ein paar Medikamente gefunden, die übrig sind. Wollte nicht irgendwie Aufmerksamkeit auf ihren Körper ziehen. Es tut mir leid. Es war eine Waffe, also sie wollte es eigentlich mit Medikamenten machen, hat aber keine gefunden. Jetzt hat sie eine Waffe benutzt, um... Na, muss ich nicht erklären. Das Ding ist halt... Das ist laut und die Viecher werden ihren Körper nach draußen schleppen und sie zurückholen. Kann die Hand da weggehen? Sie hat sich aufgelöst. Wunderbärchen. Cool. Und jetzt? Wir sind hier fertig. Es ist schon wieder was dazugekommen und zwar Revision Current. Ich hocke ewig an diesem Rechner. Alles ist irgendwie cool. So, was jetzt? Wir haben doch inzwischen gefühlt alles gesehen. Jetzt wurde was geupdatet. Okay. Who keeps updating my permissions? Wer hier updatet meine Berechtigung? Hier ist das Gedicht. Wundervoll. Okay, und hier ist nochmal ein Bild von der Sonne. Ich habe auch gesehen, es gab einen Ordner, auf den ich keinen Zugriff habe. Da ist was vor der Tür.
Yep. Shit, they're coming. Sie kommen. Think. Denk. Warte. List. Open application. Und was haben wir hier drin? Maintenance Hatch. Open maintenance-hatch.sh. Okay, dann geht die Luke auf. Jetzt. Okay, das war eine schwere Geburt. Aber sowas von. Toll. Die Viecher sind hier. Und sie suchen nach mir. Träumchen. Absolut komplettes Träumchen. Und eben, wenn die mich kriegen, die werden mich rauszerren ins Licht. Und dann war's das. So ziemlich. Deswegen sollten wir das nach Möglichkeit. Es ist hier. Sollten wir das nach Möglichkeit vermeiden. Weil muss ja nicht unbedingt sein, dass ich auch so ein Sonnenzombie werde. Habe ich keine Lust drauf. Hier ist der Ausgang. Okay, bleibt die wenigstens von alleine auf. Gott sei Dank. Cool. So. Was jetzt? Es kommt eine Schleichsequenz, richtig? Es kommt eine Schleichsequenz. Es kommt immer eine Schleichsequenz in Zoma. Weil das Viech wäre nicht so angekündigt worden, wenn es jetzt nicht nochmal kommt. Der Kollege ist irgendwo hier und das ist eine extrem große Tür. Ah ja, cool. Do not enter. Sehe ich aus, als kann ich lesen. Hier wurde gespeichert. Leiter ist kaputt. Okay, könnte ich hier rein? Nee, leider nicht. Das ist keine Option. Müssen wir die Leiter reparieren? Okay. Oder halt ein Ersatzteil finden oder sowas. Um dann nach oben steigen zu können. Hier ist irgendwie so ein Lagerraum. Okay. Ein komisches Metallobjekt wurde erfasst. Das Ding ist rot. Funktioniert nicht. Ah. Weil das ist eine Airlock, eine Luftschleuse. Jetzt ist sie bereit. Denn das Metallobjekt wurde entfernt. Es hat doch was mit dem Rohr zu tun. Ich brauche das Rohr nicht. Ich muss das Rohr loswerden. So funktioniert's. Okay, und was geht auf? Containment F1. Wundervoll. Hier, oh, hier, es ist ein umlaufender Bereich. Ich sehe es direkt. Hier drin wird Schleiche gemacht. Weil es wird auch gerade gespeichert. Weil natürlich. Status breached. Es, was auch immer es ist rausgekommen. Und es ist im Lüftungsschacht. Hier drin müssen wir vorsichtig sein. Die Sektor-Server. Okay, die Toiletten. Das ist wahrscheinlich nur relevant, um sich zu verstecken, ne? Nehme ich mal an. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas super Wichtiges sich im Klo versteckt. Also bei aller Liebe, glaube ich nicht. Wie war das nochmal? Das Viech kann mich nicht sehen, ne? Nur hören. Meine ich. Wenn es das Original Soma-Monster ist, kann mich dieses Ding nicht sehen. Es kann nur sehr gut hören. Und das könnte dann natürlich ein Problem sein. Powerpacks. Okay. Aber wofür? Das alles hier bringt nichts. Ich habe jetzt ein Strompack. Na, wo stecke ich das rein? Wo ist er hin? Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wo ist der Kollege hingelatscht? Keine Ahnung. Hier, Powerpack. Okay. Der Mainframe läuft wieder. Ist halt super laut, ne? Also ich habe jetzt mit einem Powerpack den Mainframe zum Laufen gebracht. Cool. Ist das ein Kombinationsreizer? Kann ich das Ding wieder rausnehmen? Nein, Gott sei Dank. Okay, Server sind online.
Und was bringt's? Weil ich brauche ein Stück Leiter. Ach so. Weil, ach so, nee. Das ist wieder dieselbe. Das Viech ist gerade aus dem Lüftungsschacht gedroppt. Er ist aber schneller als auch schon. Ich dachte gerade, weil die Türen vom Sektor-Server versperrt sind. Sind sie, glaub auch. Geht's sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt in die anderen rein. Der ist so viel schneller geworden. Im Hauptspiel war der Typ einfach super langsam. Ein Stück Leiter. Im Hauptspiel war der Typ super langsam. Und jetzt ist er ein Giga-Chad. Das Problem ist, die Luftschleuse funktioniert doch nicht mit einem Metallobjekt. Eben. Also muss ich jetzt noch irgendwie einen Server hacken, oder was? Unsigned. Unbeschrieben. Ich muss noch irgendwo anders hin. Und dann... die Leiter quasi absegnen lassen. Wehe dir. Wehe dir. Geh einfach vorbei. Ist nicht mal gruselig, ist einfach nur nervig. Komm schon, geh! Bruder, bitte, tu mir den Gefallen. Er ist wieder hier. Ich mach die Tür trotzdem auf. Ist mir jetzt egal. Hier ist das Sektormanagement, hier kann ich garantiert irgendwas umstellen. Und dann vielleicht die Luftschleuse oder so zum Laufen bringen. Delivery Track Selector. Was? Payload Storage. Ach, die Leiter muss da nach hinten drauf. Ah, okay. Payload Storage. Nein, das muss zu Back Entrance Exit. Ja, da wo die Leiter ist, muss die Leiter hin. Da kommt dann das Ding rausgefahren. Da habe ich gedacht, da kann ich da rein. Und Certificate Key Expired. System Administrator. Oh mein Gott, jetzt muss ich irgendwie zurück in den Serverraum. Also eigentlich muss ich den Serverraum zum Laufen bringen, dann neues Zertifikat holen und dann die Leiter da auf den Track werfen, damit sie dahin gefahren wird, wo ich sie brauche. Ich habe sie völlig umsonst zur Luftschleuse geschleppt. Was auch heißt, dass ich sie nochmal komplett zurückschleppen muss, weil hier muss sie eigentlich rein. Geht aber erst, wenn wir eine Erlaubnis vom Administrator haben. Und die kriegt man von hier und er ist schon wieder gespawnt. Es ist so nervig. Er nervt mich nur noch. Er ist nicht mal gruselig. Er ist einfach nur ein Pilzmann. Was? Es funktioniert. Ich muss nur den Hebel umlegen. Warum steht er da? Beantwortet oder befragen Sie? Ich kann nicht mehr reden. Vor lauter, was zum Teufel geht hier ab? Befragen Sie bitte Ihren Administrator. Wie geht Key? Oh. Oh mein Gott, ich kann das nicht machen ohne Key. Warum steht das da? Are you serious? Ich hätte das die ganze Zeit einfach machen können. Ich bin hier im Kreis gelaufen wie ein Schlumpf. Ich weiß nicht, ob Schlümpfe im Kreis laufen. Frag mich nicht. Und ich hätte einfach den Hebel umlegen müssen. Ich könnte seit einer halben Stunde hier raus sein. Okay. Okay. Ja, ja, hämmer du ruhig gegen die Tür. Komm, nimm das. Ich könnte easy hier raus sein? Die ganze Zeit schon? Das hat jetzt mega die Stimmung ruiniert, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Da ist die blöde Leiter. Ich habe, glaube ich, gerade das Licht umgerannt oder so. Just to make sure this ladder won't fall off. Okay, das Ding hat er noch, um sicher zu gehen, dass die Leiter nicht abfällt. Okay. Hey. Ich könnte längst hier raus sein. Okay, ich hau ab. Wir gehen irgendwo anders hin, wo wir es vielleicht schaffen. Geh zurück. Nein, sicher nicht. Da unten hat es ein Viech. Und mit dem will ich nichts zu tun haben. Lass mich einfach straight durch den Bogen... Bogen? Ich kann nicht mehr reden, Mann. Das hat mir da unten den Verstand geraubt. Durch den Boden steigen, meine ich. Den Boden. Nicht den... Bogen. Ich dachte, wir sollen uns von der Sonne fernhalten. Was war das denn? Okay. Ach, schön. Sonne. Toll. Rein logisch müsste ich sterben, wenn ich ins Licht trete.
Deswegen werde ich da nicht lang gehen. Denn ansonsten, also man stirbt ja nicht, halt, man stirbt ja nicht. Sonst wäre ich zu so einem Sonnenzombie und da habe ich gar keine Lust drauf, fühle ich gar nicht. Deswegen machen wir das nicht. Was ist das? Nichts, es funktioniert nicht. Also es ist glaube ich ein Kran oder so. Die Musik ist cool. Aber der hat aktuell keinen Strom. Where am I supposed to go now? Wo soll ich hin? Ich kann nicht alles sein, was übrig ist. Ja, vielleicht doch. Vielleicht ist er jetzt der letzte Mensch auf diesem Planeten. Also das letzte menschliche Ding auf diesem Planeten. Ich werde mich da nicht hinstellen. Ich werde mir, also sieht schön aus, aber ich werde mich nicht in die Sonne stellen. Das ist nämlich eine Falle. Okay. Sicherheitsfenster lasse ich mal runter und ich schalte den Kran frei. Wundervoll. Okay, hier steht auch, ich habe den Notfallmodus freigeschaltet. Ich weiß nicht, wie viel das bringen wird. Ich gehe in die Shuttle-Station. Okay, sorry, dass ich euch alle da unten halte, aber es ist vermutlich zu eurem Besten. Ich nehme ein Walkie-Talkie mit. Wenn irgendjemand das liest, die Frequenz ist das hier. Ja, lass mich raten. Es gibt vermutlich außer mir niemanden mehr, der das liest. Und den Typen erreiche ich auch nicht, weil das Walkie-Talkie wird wahrscheinlich nicht antworten. Okay, cool. Der letzte Mensch des Planeten. Kriegen wir hin. So, Kran. Ach, der hier. Ach so, runter, runter, runter. Okay, und was... Ach nee, hier hinten ist der Kran. Okay. Die Frage ist, was bringt mir das dann? Ich bin offiziell blöd. Der Kran macht einen Schatten. Ich habe jetzt ewig geguckt, was ich damit aufheben muss. Wie ich hier eine Brücke bauen soll. Ich benutze einfach den Schatten des Krans. It's not that hard, man. Einfach... Nicht ins Licht. Und den Schatten benutzen. Ich denke zu komplex, glaube ich, für die Mod. ich denke deutlich zu komplex. Ich war jetzt hier vorbereitet auf das Rätsel des Jahrtausends. Aber nee, eine Tramstation. Schaffen wir es doch noch raus. Okay, Gleis 2, ein Autotrain. 60 Sekunden. Und ich soll mich nicht so aufpassen, dass ich nicht auf die Gleise laufe. Ja, das ist zu einfach, oder? Dass jetzt hier ein Zug kommt und wir fahren einfach in den Sonnenuntergang, das ist zu easy. Hallo? Warum macht es Piepsi Piepsi? Es ist nicht gut. Es gibt nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Ich soll... Zurück in die Lobby, quasi. Okay. Also gibt es doch noch andere. Irgendjemand überwacht das hier noch. Und versucht vielleicht, ja, zu verhindern, dass die Leute zu diesen Viechern werden. Ich traue der Sache nicht. Das ist doch zu einfach, oder nicht? Das ist... Warte mal, warte, warte, warte. Ich muss mich bewaffnen. Ein frisch gewischtes Schild. Hier, wie wirft man nochmal was mit rechter Maustaste? Oh ne, das hier. So ein Kanister tut weh. Hallo? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ja, hab's gewusst. Hab's gewusst. Hab's gewusst. Friss ein Kanister. Friss Kanister. Du Schwein. Ich kann ihm nicht entkommen. Okay, er ist schneller als ich. Er hat mir auf den Hinterkopf gehauen. Und jetzt? Er zieht mich raus ins Licht. Er zieht mich an die Oberfläche. Oh nein. Ja, es wird... Wir gehen Treppen hoch. Da ist die Sonne. Und Licht am Ende des Tunnels. Es gibt kein Überleben. Niemand entkommt dem. Es ist einfach zu groß und es sind zu viele.
Das müsste es gewesen sein, richtig? Das gibt kein Happy End. Never. Ah, wir sind alle so glücklich, draußen in der Sonne. Eine Mod für Soma. When Day Breaks. Das war tatsächlich das Ende. Oh, das war gut. Abgesehen davon, dass ich nicht wusste, was ich machen sollte im Mittelteil. Das ist auch merkwürdig, ne? Dass da steht, ja, Zertifikat funktioniert nicht, du aber trotzdem einfach den Hebel ziehen kannst. Das ist einfach weird. Aber okay. Und das sind die Leute, die gesprochen haben. Puh. Das war, also für eine Mod, ne? Da, hier steckt richtig Arbeit drin. Oh, voll süß. Da steht Dankeschön an dich, dass du meine Mod ausprobiert hast. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Das war deutlich besser, als ich erwartet habe. Ich dachte, jemand hat einfach ein paar Soma-Assets zusammengestöpselt und dann SCP-001-Thema draus gemacht. Aber das war tatsächlich, also, ne, wenn ich nicht wüsste, dass ich gerade Soma gespielt habe, klar, das Monster hat's verraten, aber abgesehen davon, hätte das auch irgendwie SCP Unity oder sowas sein können. Übrigens, F in den Chat für SCP Unity gibt's nicht mehr. Wird nicht weiterentwickelt. Wir werden nie Version 1.0 kriegen. Ja gut, Leute, das war's hier bei der SCP-001 Mod zu Soma. Was ich sagen wollte, habe ich schon gesagt. Wirklich, wirklich gut gemacht. Echt gruselig, besonders die Sounds. Und dann diese Hand, die da unter dem Tisch rauskommt, während ich da diese Einträge lese. Das, na, ich habe das zum Glück sofort gesehen, aber stell dir vor, du achtest nicht drauf. Bist irgendwie anderweitig beschäftigt, guckst dann nach rechts, dann ist auf einmal die Hand. Das war, es sind die subtilen Sachen, die Spiele gruselig machen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Wenigstens weiß ich jetzt, dass mein Lebensstil als Kellerkind sich irgendwann auszahlen wird. Ich gehe nicht in die Sonne.